Also ich muss kurz eine Bemerkung machen. Gerade das mit Ivan, das hat mich so ein bisschen an Jurassic Park erinnert. Oder war es Jurassic Park 2, wo das kleine Mädchen am... Nee, nicht das kleine Mädchen. Wo Jurassic Park 2 war es mit diesen kleinen Mini-Dinosaurier. Diese, sag ich mal, wo ungefähr nur 20 cm groß sind. Wo so jung und unschuldig aussehen irgendwie. Richtig putzig, aber in Rudeln dann mal geschwind den einen Typen dann voll zerfleischt haben. Daran hat es mich gerade so ein bisschen erinnert. Und die nächste Frage, die sich gerade in mir aufbaut, sind wir jetzt wirklich in Sibirien? Sieht aus wie so ein Dschungel. Drei Steintafeln. Was können wir damit bloß anstellen? Halt, bevor ich nach da hinten wieder gehe. Nee, halt, von da bin ich gekommen. Von dort rechts. Dann mal nach dort hinten. Und vor allem, wo ist denn Hans schon wieder? Hans? Wir sind da. Sibiria. Und die Mammuts? Etwas weiter, hinter den Blaugrasfeldern. Gehen wir hin. Ist nicht so einfach, aber wir schaffen das, Kate. Nur Geduld. Ja. Da brauchen wir bestimmt Yuki. Hinter diesem Tor liegt die Ebene der Mammuts. Das ist doch bloß ein Tor. Man braucht nur hinter das Geheimnis des Mechanismus zu kommen. Ja, ich denke mal, wir gehen zurück und holen noch den Yuki. Den werden wir, denke ich mal, brauchen. Also jetzt bin ich so kurz vorm Ziel. Habe ich es wirklich gleich geschafft? Weil dann wäre Siberia 2 ebenfalls beendet. Erfolgreich. Oh halt, da hinten geht's ja noch weiter. Und hier hoch. Ich bin gespannt, wo das hinführt. Zu einem Eingeborenen. Wow, was zum... Jokoll-Medaillon. Alter, entweder der Ding, die arme Seele hier ist zu Tode gefroren oder er ist schon verwest wie nichts und nochmal nichts. Halt, 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 halt. Ich wollte gerade noch mal was nachgucken. Ja, Yukon-Medaillon.
ansehen. Das sind die Schriftzeichen der Yukol. Und wir haben 3 Steintafeln. Pergament, Angelführer. Plan vom Zug. Brauchen wir doch gar nicht mehr. Ich denke mal, wir können zurück zu Hans. Oder ich gehe erstmal zurück aufs Schiff. Schau, dass ich noch den Yuki irgendwie hole. Falls wir den brauchen. Und dann zu Hans. Ja. Hey, Yuki ist wach, oder? Dieser Yuki hat die ganze Fahrt über geschlafen. Okay, hier kann ich nichts machen. Und in die Tür da, bin ich gespannt. Aber ich vermute mal, die Steintafel müssen wir damit schauen. Einen Moment mal ganz kurz. Ich notiere mir mal die Symbole. Dann Strich. Und so. Und dann noch mal so ein Strich, aber so. Gut. Die Bilder, wir haben noch bestimmt eine Bedeutung mit dem Medaillon. Will zwar nicht wirklich darauf wetten, aber vorstellen könnte ich es mir. Bestimmt so nach dem Motto, ha, du bist jetzt in Siberia. Und jetzt versauen wir den Eintritt. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Dass die es nicht so einfach machen werden. Hier die 3 Steintafeln haben wir ja schon. Man merkt, denke ich mal, gibt es nichts zu holen. Und falls doch, dann werde ich eh gleich wieder dorthin zurückkehren. Wenn Hans mir nichts Besseres jetzt zu sagen hat. Der Tormechanismus. Können Sie ihn betätigen, Kate? Ein Yukol-Mechanismus nehme ich an. Kate, die Mammuts sind auch... Irgendwie bekomme ich das Tor. Hinter diesem Tor. Ein Yukol mit... Toll, die sagen immer wieder das Gleiche, aber es bringt nichts. Oh, hier! Hier! Den Hebel habe ich gar nicht gesehen. Tja, ich glaube, wir brauchen jetzt den Yukol. Mal gucken. Das muss ich nicht machen. Den Yukol. Wir brauchen jetzt den Yuki.
Dann schaue ich aber trotzdem noch mal kurz hier in die Kiste rein. Oder bei der Kiste. Gucken, ob ich was übersehen habe. Zum Mitnehmen. Habe ich aber nicht. Dann geht's jetzt den Yuki holen. Na komm schon. Und runter. Vor allem, wie soll ich den Yuki dann hier hochbekommen? Wenn der unten ist. Kann der die Leiter hochklettern?